So, hallo und willkommen in der Werkstatt. Heute gibt es mal wieder leckere Kleinteile hier zum Probieren. Und zwar ist das hier ein Überwachungsrelais. Naja, wie es halt in vielfältiger Ausführung in allen möglichen Industrie- und Lüftungs- und sonstigen Anlagen existiert. In diesem Fall ist es hier eine Lüftungsanlage. Und zwar ist das hier ein Gerät, ein Keilriemenwächter nennt sich das. Das wird praktisch in den Steuerstromkreis von einem Lüftungsantrieb oder einem anderen Antrieb, der halt einen Keilriemen hat, eingebaut. Und der Lüfter selber hat einen Sensor. Da ist so eine kleine Nocke, die wird auf die Welle aufgespannt. Und dann hat das so einen magnetischen Sensor. Und der wird hier angeschlossen an diese beiden Anschlüsse hier. Und, guck mal, das geht auch scharf. Der wird hier an diese beiden Anschlüsse angeschlossen und gibt dann Impulse, wenn der Antrieb sich dreht. Wenn der Motor sich zwar weiter dreht, das kann man ja elektrisch feststellen, ob der halt normal läuft, da gibt es ja auch Überwachung, aber der Keilriemen reißt, kriegt man das ja sonst nicht mit. Also gibt es diese Keilriemenüberwachung, die halt diese Impulse hier registriert. Und solange Impulse kommen, geht die Steuerung davon aus, dass das Ding in Ordnung ist. Wenn keine Impulse mehr kommen, ja, dann muss irgendwas kaputt sein. Meistens ist halt der Riemen dann irgendwo runtergefallen. So. Und dann hat das Ding eben noch eine Menge anderer Anschlüsse. Hier ist ein Anschluss für die Stromversorgung. Hier sind zwei Endklemmen, um praktisch den anderen Pol der Stromversorgung anzuschließen. Dann macht er sich hier intern seine ganzen Spannungen, die er braucht. Und wir haben zwei, hier die Helligkeit. Wir haben zwei Relaisausgänge, die dann einer, in unserem Fall hier wird einer genutzt, um das an die Zentralsteuerung zu signalisieren, und der andere, der verriegelt dann direkt die Motorsteuerung, dass der Motor abgeschaltet wird. Weil könnte ja zum Beispiel auch ein Lagerschaden sein, dass sagen wir, der Lüfter zum Beispiel festgegangen ist und sich nicht mehr dreht, und ehe dann der Riemen Feuer fängt, muss ja die Anlage dann abschalten. Und das passiert dann so. Und dann gibt es hier noch diesen Steuereingang hier. Der ist dafür da, dass das Gerät weiß, ob der Motor jetzt drehen soll oder nicht. Das heißt, wenn der Steuereingang hier, wenn der sich schließt, dann läuft eine Zeitverzögerung von, ich glaube, eine Minute ist das. Das ist fest eingebaut. Und danach fängt er an zu prüfen, ob der Impuls da ist oder nicht. So. Das war also das Gerät. Und so sieht das von innen aus. Und den habe ich jetzt gestern ausgebaut. Der ist halt kaputt. Der reagiert nicht mehr richtig. Und wenn man Strom anschließt an den, also wenn der eingebaut ist und Strom dran ist, dann sieht man sehr gut hier an dieser LED. Hier ist so eine zweifarbige LED, die leuchtet rot und grün. Dann sieht man sehr gut an dieser LED, dass die flimmert. Also sprich, das Gerät hat keine gleichmäßige Stromversorgung. Der Witz an der Sache ist jetzt, ich habe eins eingebaut, was ich vor 10 Jahren repariert habe. Ich habe das Datum hier irgendwo drauf geschrieben. Nee. Oder haben wir es vor 10 Jahren gekauft? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es schon ewig und 3 Tage her, dass ich das Ding repariert habe. Und ich habe ja schon mehrmals in meinen Videos gesagt, es ist nicht unbedingt notwendig, immer die Funktionsweise von irgendeinem Gerät hundertprozentig zu verstehen, um es zu reparieren. Man sollte es aber wenigstens gut genug verstehen, um es wirklich reparieren zu können. Ich bin mir also ziemlich sicher, ich habe damals was übersehen, weil das Gerät, was ich eingebaut habe, hat nämlich praktisch dieselbe Macke. Zum Glück hat sich's, nachdem es 3, 4 Minuten warm gelaufen ist, sozusagen, sich ein bisschen eingekriegt und funktioniert jetzt erstmal. Und ich kann mir ziemlich genau vorstellen, warum das so ist. Aber das zeige ich euch jetzt mal hier. So, erst einmal muss man anerkennen, dass das hier wirklich ein wunderbares Elektronik-Tetris ist, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ich das nicht gesehen habe, das Problem. So, wir haben hier oben, sieht man das? Ja, ich glaube ja. Ein bisschen hier scharf machen, hier auf dieser Ebene. Wir haben hier oben zwei Kondensatoren. Die gehören
vom Prinzip her erstmal zum Netzteil und zweitens immer zu den ersten Verdächtigen, weil Ergo ist das eigentlich immer das, was kaputt geht. Vor allem eben, wenn das Gerät im Grunde noch funktioniert, aber sich halt irgendwie komisch benimmt oder man hört das Relais schnurren oder sowas oder man merkt eben halt, dass die Anzeige-LEDs anfangen zu flimmern. Das ist dann immer ein sicheres Zeichen, dass die Stromversorgung nicht mehr glatt und gleichmäßig ist, sondern dass da eben halt so viel Rippel drüber ist, dass das Ding nicht mehr vernünftig funktionieren kann. So, ansonsten hier zur Funktion, hier ist halt nochmal eine kleine Subplatine. Das obere Relais ist hier hinten lang verdrahtet auf diese Subplatine. Hier sind die Anschlüsse für das eine Relais. Das andere Relais, die Anschlüsse gehen hier über diese Ständer praktisch hier runter auf die Basisplatine hier. Hier ist das andere Relais. Und also wirklich zwei getrennte Relais und nicht zwei Kontakte an einem Relais. Das ist sehr interessant und relativ aufwendig gebaut. Und ansonsten, das ganze Hirnschmalz steckt hier hinten in diesem kleinen PIC drin, in diesem kleinen Mikrocontroller. So, das ist so, was man vom Prinzip auf den ersten Blick sieht. Wenn man jetzt einen Moment weiter überlegt, muss das Ding also mehrere Stromversorgungen haben intern. Der braucht einmal auf jeden Fall eine Stromversorgung, um seine Relais hier zu betätigen. Die haben eine 12 Volt Spule. So. Dann braucht er eine Stromversorgung für die Sensoranschlüsse. Das heißt, auf den Sensoranschlüssen muss eine Ausgangsspannung liegen, damit der Sensor arbeiten kann. Und der Sensor arbeitet dann vom Prinzip her so, dass der immer diese beiden Leitungen, die da zu ihm kommen, immer kurz schließt. Dann bleibt praktisch nur noch eine Restspannung, was halt die Elektronik zum Arbeiten braucht. Das sind so etwa so 1,5-2 Volt. Und dann springt die Spannung wieder hoch, wenn der praktisch den Kurzschluss wieder wegnimmt. Und dann wieder am Leerlauf ist sozusagen. Dann fließen nur noch ein paar Mikroampere, was der halt für seine Funktion braucht. So. Diese Spannung hier, die konnte ich, wo ich da diesen Fehler dann mit dem Reparierten hatte, auch nicht wirklich messen. Die war erstaunlich niedrig. Allerdings habe ich dann die ganze Reihe Geräte mal durchgemessen und einige waren hoch, einige waren niedrig. Also wahrscheinlich werden demnächst die nächsten ausfallen. So, ich mache jetzt meine Lötkolben an. Ja, also was habe ich jetzt hier gemacht und was habe ich also auch damals vermutlich einfach gemacht? Ich mache einfach mein Messgerät an hier. Ich rück's mal vielleicht hier rüber, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. So, ich mache also mein Messgerät an. Ich habe hier meine beiden Kondensatoren. So, der eine Kondensator sitzt hier. So, Kapazitätsmessbereich. Na, ich kann es ja mal zeigen. Und dann kommt nämlich hier. Na, immerhin, 1,2 Mikrofarad, okay. Manchmal spinnt er da noch einfach rum. Ah ja, genau, hier, jetzt. Wenn man in der Schaltung misst, ist es immer so eine Sache mit der Polarität und mit anderen Bauelementen, die rundherum hängen. Aber von der Baugröße her müsste das also mindestens 10 Mikrofarad sein. 1, es ist viel zu wenig. So, der andere Kondensator, der sitzt hier. Den messe ich hier. Ja, da springt es wieder rum. Da kann man dann hier einfach mal sagen, hier, ich will jetzt einfach mal hier so, dass ich 10 Mikrofarad vernünftig messen kann. Naja, 0,02. Also, das Ding ist töter als tot. So, und weiß nicht, was der jetzt hier versorgt. Der hier einfach mal von der räumlichen Nähe her, weil der hier am nächsten zu den Sensoranschlüssen ist, die Platine hier, diese kleine Subplatine hier, da laufen die Sensoranschlüsse drüber, die geht hier runter und da sind praktisch hier die Anschlüsse für das Relais und hier drüben für die Spannung. Würde ich sagen, also das kommt irgendwo von hier, von diesen Kondensatoren hier, kommt auch die Sensorversorgung. So, und dann habe ich damals diese beiden Kondensatoren gewechselt und dann habe ich mich gefreut, dass das Ding jetzt wieder in Ordnung ist. Vielleicht hätte ich es nochmal testen sollen, aber es ist eben immer schwierig, so ein Gerät hier auf dem Tisch zu testen. Ich habe nämlich was übersehen. Und zwar, hier ist wieder unser großer Kondensator, der die Strombegrenzung macht. Ich habe also hier meinen 230 Volt Anschluss. Da geht praktisch der geht hier direkt, das ist alles ein bisschen krustig hier.
Der geht auf den Kondensator. Hier sind nochmal zwei Widerstände zum Entladen des Kondensators. Der begrenzt mir hier den Strom auf, weiß nicht, wahrscheinlich 30, 40 mA. Der ist relativ niedrig, der Kondensator, mit 330 Nanofarad angegeben. Den sollte man natürlich auch mal messen. Können wir mal machen. Den kann man eigentlich immer recht gut messen. 0,32 Mikrofarad, also 330 Nanofarad, das haut schon hin. Ja, wie sieht man das? Gar nicht. Ja, man kann den hier so ein bisschen vorbiegen und dann kann man die Beschriftung erkennen. Naja, so. Und dann habe ich erst, nachdem ich mit der Taschenlampe, ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera hier hinbekommt, ich versuche es mal, mit der Taschenlampe von hinten reingeleuchtet habe in das ganze Ding und das hier vorgebogen habe, jetzt muss ich mal mit der Kamera gucken, ob ich das sehe. Warte mal hier. Ja, da unten sieht man ihn, unter dem Relais. Unter dem linken N-Anschluss sieht man so ein rundes Teil. Da sitzt noch ein Elko. Das ist der eigentliche, hauptsächliche Netzteilkondensator, der die Hauptglättung macht sozusagen. Wahrscheinlich auch für das ganze Grobe. Wir haben also hier wieder so ein typisches Netzteil mit einer kapazitiven Strombegrenzung. Wir haben also hier den Kondensator, der den Strom begrenzt. Wir haben hier eine Gleichrichterbrücke. Hier sitzt nochmal ein Widerstand, der sitzt in der N-Leitung drin. Der ist halt, um den Einschaltstrom zu begrenzen und Überspannungen von dem Kondensator so ein bisschen fernzuhalten, indem der natürlich, wenn jetzt eine Stromspitze auftritt, dann wird der Widerstand von dem plötzlich relevant und die Spannung hier am Kondensator kann nicht allzu hoch ansteigen, was wohl auch der Grund sein wird, weil der nicht so nackt am Netz hängt, sondern mit der Strombegrenzung hier, der Grund sein wird, dass der tatsächlich noch relativ gut ist. Der hat tatsächlich noch seinen Wert. Nach 20 Jahren. Also das Gerät war tatsächlich 20 Jahre, über 20 Jahre im Einsatz. Das ist also hier Technik aus dem vorigen Jahrtausend. Muss man auch mal anerkennen, dass das also eine ganze Weile gehalten hat. Ja, und ich bin mir also ziemlich sicher, dass ich damals das nicht so weit auseinandergenommen habe, dass ich diesen Kondensator hier gewechselt habe. So, jetzt müssen wir irgendwie eine Möglichkeit finden, da ranzukommen an diesen Kondensator. Ach so, messen kann ich den natürlich auch. Und zwar sitzt der hier zwischen diesen Anschlüssen, wenn mich nicht alles täuscht. Der ist also sogar mechanisch relativ groß. Aber wahrscheinlich muss ich ihn auslöten, damit ich ihn vernünftig messen kann. Weil hier ist auch 0,00. So, ja, Gleichrichterbrücke. Und das dürfte hier wahrscheinlich eine 10er-Diode sein, die sich hier so ein bisschen lieblos reingeklatscht haben. Die dafür sorgt, dass die Spannung hier nicht zu hoch wird, dass die begrenzt wird. Oder ist das hier der Kondensator? Nee, das ist der Anschluss. So, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, an diesen Kondensator reinzukommen. Ich kann den Strombegrenzungskondensator auslöten. Dazu müsste ich ihn entweder hier rausbiegen und dann auslöten. Oder ich müsste das Relais rausnehmen und könnte dann den Kondensator rausnehmen. Aber dann stoße ich auch hier wieder an. Oder ich versuche von hier vorne reinzukommen und löte diese Klemmleiste aus. So, und das sind also hier vier schöne, große, saftige Lötstellen. Da werde ich mal dort mein Glück versuchen, ob ich die rauskriege hier. Weil mit dem Kondensator bin ich mir nicht so sicher, ob ich den hier vorbei bekomme, ohne dass ich, und vor allem auch nachher wieder reinbekomme, ohne dass mir hier, wobei, ich kann es ja mal versuchen. Ich versuche es erstmal mit dem Kondensator. Weil das sind da bloß zwei Lötstellen. Wenn ich die Eingangsklemme rausnehme, das sind vier. So, ich habe mir immer noch keine dritte Hand gekauft hier. Keine Halterung oder sowas, um sowas mal ein bisschen zu fixieren. Ach Mensch. Ein bisschen zoomen hier. Aber natürlich dann die Chance, dass ich das Ding aus dem Kamerawinkel rausdrehe in meinem Eifer. Mal gucken hier, wo ist mein Gewicht? Vielleicht kann ich das ein bisschen fixieren hier. Mal gucken. Ja, so auf die Platine. Na, mal gucken, vielleicht reicht es ja. Brauche ja nur nicht wegspringen. So. Das dürfte hier sogar noch bleihaltiges Zinn sein, die ganze Platine. Ja, das hat natürlich nicht viel geholfen.
muss mir endlich mal so ein Halteding besorgen. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus hier. Eine Seite ist lose. Ich muss noch die andere rauskriegen. Ein bisschen frisches Zinn ran mal. Oder versuche ich es erstmal so. Eigentlich müsste es ja so gehen. Okay, beide Seiten sind lose. Jetzt muss ich ihn bloß noch irgendwie hier rausgehebelt kriegen. Und dabei hoffentlich nicht kaputt machen. Oh! Das ging leichter als ich dachte. So, dann kann ich den jetzt hier nochmal schön zeigen hier. Moment. Wo steht es? Irgendwo habe ich es doch schon gelesen. Da frage ich mal selber jetzt hier die Lupe. Ich drehe die noch nach um und zeige ihn dann auch noch verkehrt rum. Hier steht es. 0,33. Hier links, wo mein Daumen ist. Hier. Gut. Kann ich den ausgebaut nochmal messen? Ich tue mir jetzt nicht nochmal extra zum Messgerät. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Okay, gut. So, den heben wir also für später auf. Ach ja, da hinten ist der Kondensator. Da kann ich lange messen. Da war ich völlig falsch. Das ist ein Varistor. Hätte ich auch alleine drauf kommen können, weil der nämlich parallel hier zu dem Kondensator sitzt. Der schützt den Kondensator. Ah, auch ein Grund, warum das Ding wahrscheinlich noch lebt. Und der hier nicht. So, hier sitzt der Kondensator. Oh, der ist schon lose, ich merke es schon. Da sind unten schon die Anschlüsse rausgequollen halb. Ja, hier sitzt er. Hier sind die beiden Anschlüsse. So, wenn ich jetzt ohnehin schon so weit bin, dann kann ich den auch gleich rausholen und kann dann halt draußen messen. Wahrscheinlich ist er einfach mal komplett breit. So, sehe ich die Polarität? Um Gottes Willen, was ist das denn für ein Kraut und Rüben, was die hier gebaut haben? Meine Güte. Ja, der Minus ist auf der rechten Seite, würde ich mal tippen. Da, wo die Z-Diode auch ist. Hier ist die Anode von der... Hier ist die Anode von der Z-Diode, das heißt praktisch die Minusseite, wenn die im Einsatz ist, das ist dann hier Minus und hier ist Plus von dem Kondensator. So, versuche ich mal den Kondensator rauszubekommen. Ist natürlich jetzt hier lustig. Hier ein Blob daran gelötet, meine Güte. Ja, vermutlich haben sie die manuell nachgelötet hier, diese 10er-Diode. Diese SMD-Diode hier. Hier unten. Oder das ist passiert, wo sie hier die Platinenverbinder eingelötet haben. Das kann auch sein. Ist schlecht hier. Viel Wärmeableitung. Habe ich wahrscheinlich auf der anderen Seite auch noch irgendwo was. So. Also schon halb draußen. Ne, es ist eine einseitige Platine. Habe ich ein Glück. Da müsste ich ihn jetzt eigentlich rauskriegen. Ich jetzt. Den Schraubendreher, den natürlich jetzt wieder an meine. Ne, der liegt hier.
So, jawohl, da ist er. Jupp, und Minus ist auf der rechten Seite. Alles richtig geraten. So, da haben wir das Corpus Delicti. Gucken wir mal. 35 Volt, 33 Mikrofarad. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich jetzt hier messe. Wie gesagt, den habe ich jetzt noch nicht wirklich gemessen, den habe ich gar nicht gefunden und nach der Platine. Das hatte ich gar nicht gesehen. So, machen wir jetzt mal hier. Gut, okay. Herrlich. Mal wieder auf Automatik Range schalten hier. Mal gucken. Ah, immerhin, fast 100 Nanofarad. Ja, der ist toter als tot. Diese toten Kondensatoren, die haben die Angewohnheit, wenn sie warm werden, manchmal tatsächlich noch ein bisschen wiederzukommen sozusagen. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum das Ding, was ich da nicht richtig repariert hatte, überhaupt funktioniert. Weil sich nach ein paar Minuten Erwärmung, ist ja gerade auch diese Set-Diode da unten, die wird ja dann auch warm und so. Und dann durch seinen eigenen Leckstrom, ich weiß, wie kaputt die Dinger schon sind, wird der dann halt mit der Zeit ein bisschen warm und springt dann eben manchmal noch mal ein bisschen an und dann hat das Ding tatsächlich funktioniert. Sonst hätte ich es noch mal hergehen müssen und diese Überwachung entweder überbrücken, kann man mal machen für ein Wochenende, oder man muss einen Ersatzteil wieder da haben, ein neues. Ich habe natürlich, weil das natürlich nicht sicher ist, ob ich das Zeug repariert kriegen kann, außerdem ist es immer schlecht, nur ein fragwürdiges Ersatzteil da zu haben, wie ich ja nur festgestellt habe. Hier habe ich auf jeden Fall erstmal einen passenden Kondensator. Ja, ist nicht gut, nur ein Ersatzteil da zu haben, von dem man nicht weiß, ob es in Ordnung ist. Wie ich nun leider feststellen musste, habe ich jetzt mal auch schon ein neues Gerät da. Das heißt also, wenn dieses Ding wieder hier nichts wird, dann muss ich halt nochmal 80 Euro ausgeben. Weil ich möchte auch eins wieder da haben für einen Störungsfall. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt das Ding wieder hinkriege, dann baue ich das ein. Oh, geht, das hätte ich nicht machen sollen jetzt hier. Ich wollte die langen Drähte dran lassen, damit ich sie durchstökern kann. Macht sich besser, wenn man hier so in der hintersten Ecke irgendwo arbeiten muss. Aber na, das wird nichts hier. So, das sind jetzt hier gute. Ist natürlich hier an der Stelle eigentlich Quatsch. Das sind Low ESR Kondensatoren hier von Panasonic, 105 Grad. Die 105 Grad machen natürlich Sinn hier hinten drinne, wo keine Kühlung hinkommt und nichts und sich die Wärme staut. Und dann kommt immer noch dazu, dass diese ganzen Reihengeräte, die sitzen alle zack, 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 nebeneinander im Schaltschrank. Wäre ganz cool, wenn sie da beim Einbauen ein bisschen Platz gelassen hätten, haben sie aber nicht. Und das nachträglich ist das auch sehr schwer, das noch alles wieder irgendwie wegzurücken, weil die ganze Kabellage natürlich jetzt auf die Längen ausgelegt ist, wo die jetzt sind. So, ja, da jetzt den Kondensator reinzubekommen, das wird natürlich ein bisschen spaßig. Mal gucken. Deshalb wollte ich jetzt gerne die langen Drähte haben, aber naja, das sollte halt nicht sein. So. Sieht man noch was? Entweder ist es zu klein oder es ist zu weit oder es ist zu wurschtlich. Wenn ich zu weit reinzoome, sieht man nichts, weil ich das Ding hier bewege. Wenn ich zu nah rangehe, wenn ich zu weit ranzoome, sieht man nichts, weil ich es zu sehr bewege. Wenn ich zu weit rausgehe, sieht man nichts, weil es zu klein ist. Aber das ist nun mal. Das ist nun mal so. Kann ich nicht ändern. So. Irgendwas hackt. Irgendwas ist schon im Loch.
nur sehen würde, welcher. Der rechte ist drinne. Ich sehe gerade, also der sitzt so weit hinten, wenn ich den den Ständer hier praktisch für die Anschlüsse rausgenommen hätte, das hätte mir auch nichts genutzt. Hätte ich das Ding auch nicht besser reingekriegt. So. Nochmal versuchen. Oh Gott. Ja, und wie gesagt, diese Dinge, die sind halt nicht ganz billig. 80 Euro kostet einer. Da lohnt sich schon mal, auch mal zu reparieren. Außerdem ist es immer gut zu wissen, wie es in sowas aussieht. Ich werde nochmal was anderes probieren. Ich werde nochmal einen neuen Kondensator nehmen. Gucken, ob ich aus dem anderen. Ach, hier ist. Hier. Ach, klasse. Hier ist zum Beispiel. Hier ist sogar einer einzeln mit langen Drähten. Da ist er. 33 Mikrofarad, 35 Volt. Lange Leitung. Ganz wunderbar. So. Ich muss mal kurz von der Kamera weg hier, weil ich habe hier. Linker Hand hier habe ich meine Lupe und macht sich blöd. Ich kann mit der Kamera durch die Lupe arbeiten. Das wird irgendwie nichts. So, da haben wir ihn. Kann man es sehen? Ein bisschen Licht reinfallen lassen hier. Da hinten sitzt er. Okay, ich muss noch wieder festlöten. Packe ich den wieder ein. Der ist noch gut. Ja, nochmal zu den Low-ESR. Low-ESR heißt ja niedrige Verluste bei hohen Frequenzen. Das brauchen wir hier natürlich nicht, weil hier keine hohen Frequenzen sind. Ja gut, machen wir das anders. Machen wir das erstmal so. Ja, hier treten keine hohen Frequenzen auf. Aber es schadet auch nichts, meistens jedenfalls. Es gibt ganz wenige Anwendungsfälle, wo so ein Low-ESR-Kondensator dazu führt, dass irgendwas instabil wird oder so, weil die Filterwirkung dann sozusagen zu gut ist. Aber ich weiß nicht, irgendwo in der Theorie. Ich wollte den anderen Draht jetzt erst festlöten, den geraden. Das habe ich natürlich wieder verkackt. Das ist eine hässliche Lötstelle. Das ist überhaupt keine Lötstelle. Aber dann muss ich mir nochmal mit der Lupe angucken hier. Sagen wir mal, fehlt da das Lötauge? War das deshalb alles hier so in den Haufen Matsch? Gut. Was die können, kann ich schon lange. Ist das einfach hier jetzt mit der Diode verlötet. Die andere Lötstelle sieht auch scheiße aus. Flussmittel.
viel zu viel. So. Das sieht. Sieht okay aus. Sieht okay aus, würde Vin Diesel sagen. Es ist eine meiner Lieblingsfilmstellen in diesem Film hier, Pitch Black, wo diese außerirdischen Monster auftauchen und der Vin Diesel spielt den Typen, der da im Dunkeln sehen kann. Und dann gucken die da in dieses Raumschiff, wo sie das Zeug da rausholen wollen. Und dann soll der halt gucken, ob da alles in Ordnung ist, weil da so eine Viecher drin waren. Und dann guckt er da rein und sagt, sieht okay aus. Und dann versuchen sie reinzugehen und dann sind dann tatsächlich noch so eine Viecher da drin. So, und dann gucken sie den alle an. Der guckt wieder in das Raumschiff. Zuckt die Schultern und sagt, sieht okay aus. Das ist eine sehr schöne Filmstelle, das gefällt mir immer, weil sieht okay aus heißt eben nicht, es ist okay. Das ist dort sehr schön getroffen worden. So. Ja. Sieht zwar hässlich aus, aber ist funktional. Okay. Ein bisschen schief ist er auch noch geworden. Ja, was soll's. Da ist zum Glück genug Platz. Dann können wir den wieder einlöten hier. Mal so, dass man den Wert sehen kann. Muss ich auch ein kleines bisschen biegen jetzt hier in die andere Richtung, weil ich mir nur gerade im Kopf gesetzt habe, das Ding andersrum einzubauen. Ha! Das ist wirklich hier, also müssen wirklich große Tetris-Fans gewesen sein, die das Ding konstruiert haben. Faszinierend. Ein bisschen Druck machen, um sicherzugehen, dass es richtig drin sitzt. Ist auch wieder drin. So, jetzt muss ich bloß noch die beiden hier rausfischen. Das ist ja jetzt schon fast einfach. Wir sehen die Lötstellen alle ganz schön verkrustet aus. Ja. Nach über 20 Jahren im Einsatz. Ich muss mal versuchen, noch ein bisschen ranzuzoomen hier in der Hoffnung, dass ich nicht aus dem Bild wutsche. Wenn ich hier dran arbeite, ist auch wieder alles ganz schön nah dran hier. So, man kann nicht erkennen, wo Plus und Minus ist. Ja, Minus ist oben bei beiden. Also Richtung Subplatine. Da sind bei beiden oben die Dinger hier zu erkennen, hier die Markierungen. So, mal gucken, ob wir sie rauskriegen. Ganz schön enge hier wieder. Im Grunde mehr hier nicht mit Litze rum zu wursteln, weil die arbeitet immer ein bisschen großflächiger, als man das manchmal möchte. Ja, das war mein Computer, der gerade angegangen ist, falls ihr das gehört habt, dieses Blink. Das ist der Monitor, der hat so einen Signalton, wenn er angeht. Hier haben sie auch wieder drei Teile zum Preis von einem verlötet.
Ups. Okay. Also irgendwie ist das heute entweder alles besonders klein oder meine Augen sind müde. Bitte das Gefühl, ich sehe besonders schlecht. Na, das sitzt alles noch fest. Ist das hier? Ach, das ist eine doppelseitige Platine. Ah. Das erklärt das. Festsitzen. Natürlich ist noch auf der anderen Seite Zinn dran. Und das muss ich jetzt am Kondensator, also ich muss die Luft jetzt praktisch am Kondensator vorbeiziehen und dann durch das Loch, um das rauszubekommen hier. Weil sowas hilft, man macht es richtig gut heiß, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich habe jetzt einfach mal auf diesen Drahtstummel hinten ein bisschen drauf gedrückt, um das auf der anderen Seite ein bisschen rauszudrücken. Muss man natürlich vorsichtig sein, wenn das nicht flüssig genug ist. Dann drückt man auf der anderen Seite die Leiterbahn ab. So, jetzt ein bisschen runtergedrückt und dadurch ist jetzt die Öffnung etwas besser erreichbar. Und ich habe eventuell ein bisschen mehr Glück mit meinem Absaugen. So, da ist er schon draußen. Okay. Ach Leute. Pause. So. Weiter geht's. Zählt der Zähler? Nicht, dass ich wieder erzähle und gar nicht mehr filme. Ja, der Zähler zählt. So. Hier ist der nächste Kondensator. Das ist ganz witzig. Ich kriege Anrufe, obwohl ich eigentlich Feierabend habe. Das ist 63 Volt. Das ist sehr hoch. 22 Mikrofarad. Gut, wahrscheinlich ist die Spannung bei Weitem nicht so hoch an der Stelle. Aber das macht schon Sinn, einfach einen Kondensator zu nehmen, den größten, der reinpasst, weil die größere Bauform oft ein bisschen länger hält. Jetzt gucke ich, hoffe mal, den habe ich auch da. Also größere Bauform im Sinne von mechanisch größer. Volt habe ich vermutlich nicht viel da, aber 50 Volt habe ich schon hier in der Hand. Dann werde ich den einfach nehmen. 63 Volt 2,2 Mikrofarad, das nützt mir gar nichts. 35 Volt, 25 Volt. Ich könnte natürlich auch pausieren, während ich jetzt hier in meinem Gabelfach rumwühle. 100 Mikrofarad. Nee, habe ich nicht. Das ist das, was ich habe. 22 Mikrofarad, also der Wert ist derselbe. Die Spannungsbelastbarkeit ist etwas niedriger. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwo so eine hohe Spannung in dem Gerät ist. Ich muss mal gucken, ob auf dieser 10er-Diode irgendwas erkennbar ist. Wollen wir die Kamera benutzen hier? Schwierig. Guck bloß nicht so doll auf die Lötstelle. Weil das wäre dann auch die höchste Spannung, die hier überhaupt in dem Gerät irgendwo auftauchen kann. Ah, das ist nichts zu erkennen. Ist das da unten eine 12? 10, 9, 12. Na, keine Ahnung. Ja, das könnte 12 Volt sein. Das würde praktisch bedeuten, dass 12 Volt wirklich hier die höchste Spannung ist, die hier in dem ganzen Gerät hier auftaucht irgendwo. Also kann ich hier meinen 50 Volt Kondensator beruhigt einlöten. Ich kann auch nachher nochmal messen. Muss ich das Ding einfach mal verdrahten. Und dann kann ich das mal messen. So,
Dann werde ich jetzt erstmal den Kondensator wechseln und dann werde ich mal gucken, was der andere ist. Ich würde ja mal tippen, das ist dasselbe. Nochmal gegenchecken hier. Ja, 22 Mikrofarad, 63 Volt, aber kein besonders. 85 Grad. 85 Grad, ja. Das ist ein 105er, den ich jetzt hier einlöte. Also sollte länger halten. Das ist immer noch einer der Nebeneffekte, wenn man sowas repariert. Also man kauft so ein teures Gerät. Das ist dann halt für irgendeine bestimmte Lebensdauer ausgelegt. Und sind dann halt also Bauteile drin von einer bestimmten Qualität. Und wenn man das dann jetzt selber repariert, so wie jetzt hier, dann kann es also durchaus sein, dass das hinterher besser ist. Dass das länger hält als neu sozusagen. Insofern macht es dann erst recht Sinn, sowas zu reparieren, weil ob ich jetzt bei einer Reparatur einen Teil für, ich weiß nicht, was kosten die hier, 30 Cent nehme, ja, oder einen Teil für 22 Cent, was der einfache Kondensator vielleicht kostet, wenn ich den als Ersatzteil nachkaufe. Natürlich hier im 100.000er Gurt kosten die Dinger natürlich alle nicht so viel. Dann macht das keinen Unterschied für den Aufwand und die Kosten der Reparatur. Und da kann man also tatsächlich dann einfach hergehen und kann sagen, ich baue jetzt einfach hier ein besseres Teil ein, weil es eben auch keinen Sinn macht für mich. Also wenn ich jetzt irgendwelche anderen Netzteile habe, irgendwelche Schaltnetzteile oder sowas, da brauche ich halt diese Low-ESR-Kondensatoren oder Teile, die eben wirklich richtig heiß sind. Scharfe Seitenschneider wäre auch mal eine coole Sache. Eigentlich habe ich irgendwo so einen kleinen Elektronikknips. Oh, der ist irgendwo hier. Hier ist er doch. Irgendwo hier in der Lawine verschüttet. So. Okay. Der ist drin. Jetzt müssen wir den anderen noch wieder rausholen. Ist ja schon fast ausgelötet. Eine Seite hängt schon in der Luft. Dann gucken wir mal. Wackeln, vielleicht kommt er ja schon. Nee, noch nicht. So weit ist es noch nicht. So, okay. Also nochmal. Pumpe ran. Ja, wenn jetzt also hier nicht irgendwas anderes kaputt geht, wie hier die Elektronik oder so, aber da sehe ich keinen Grund, warum die kaputt gehen soll. Weil es ist ja keine Leistungselektronik oder so, die hier also unter Volllast Brühe heiß läuft oder so. Sondern das rödelt hier alles ganz entspannt vor sich hin. Also kann ich mir durchaus vorstellen, nachdem das Ding jetzt 20 Jahre gehalten hat, dass es jetzt mit den neuen Kondensatoren auch tatsächlich nochmal 30 Jahre hält. Da freut sich bestimmt der Pfennigfuchser. Die sind immer der Meinung, alles was 30 Jahre alt ist, ist ja eh noch neu und muss man noch nicht neu machen. Das ist sowieso so ein Elend. Repariert dem Zeug immer hinterher. Macht dann eben auch keinen Spaß mehr. Die meisten Firmen, was hatte ich denn letztens hier jetzt bei einer Maschine hier, da war ein Steuergerät kaputt. Dann kam die Firma, hat bedächtig das Haupt gewiegt, der Monteur, hat gesagt, das ist alt. Da haben wir nichts mehr, das gibt es gar nicht mehr hier. Da haben wir keine Ersatzteile mehr dafür. Ja, was ist denn du eigentlich kaputt hier? Ja, also das ist hier so eine Platine mit den Relais. Die ist da im Schaltschrank. Und die ganzen Relais, die gehören eigentlich zu so einem Steuergerät, das vorne in der Tür sitzt. Das ist sozusagen die Erweiterung davon. Und das kann man nur zusammentauschen. Also das gehört zusammen. Und das gibt es alles beides nicht mehr. Weder das eine noch das andere. Und da müsste man alles neu machen. Und weil das sind 2 Mikrofarad hier, 2, ich guck mal, was drauf steht. Erstmal, dass wir wissen, wonach wir gucken. Ja, und 2,2 Mikrofarad oder sind das 22? Das ist dasselbe. Ja, naja, jedenfalls meinten die dann, ja, gibt's nicht mehr, geht nicht mehr, haben wir nicht mehr. Ja,
Das sind 22 Mikrofarad, 63 Volt. Das ist wieder genau dasselbe Ding. Bis hier wie die 22 hier so weit auseinander stand, sah das ein bisschen komisch aus. Ja. Naja, ja, was machen wir da, was machen wir da? Ja, da müssten wir eigentlich den ganzen Schaltschrank tauschen. Ja, was kostet denn ein neuer Schaltschrank? Ja, ich weiß nicht, 25.000 Euro oder sowas. Das ist dann so, das sind dann so Sachen, wo man dann schluckt. Was war letzten Endes kaputt? Das hier. Das Teil, also nicht, das ist nicht das Kaputte, sondern das ist ein zweites Ersatzteil, was ich mir sicherheitshalber bestellt hatte. Ich hatte also zwei Ersatzteile bestellt, weil ich gedacht habe, ich gehe einfach mal auf Nummer sicher. Wenn ich hier so eine 20.000 Euro Anlage repariere, dann habe ich auch einfach mal ein zweites Ersatzteil da, falls irgendwas dazwischen kommt oder ich beim Löten irgendwie Scheiße baue. Ja. Das ist so ein Effekt hier, den ich sehe hier ganz oft bei diesem Messgerät, wenn Kondensatoren kaputt sind, wenn die einen hohen Verlustfaktor schon haben oder einen hohen Leckstrom, dann weiß das Gerät immer nicht so wirklich, was es machen soll. Dann schaltet es immer hin und her mit den Messbereichen. Dann macht es Sinn, einfach einen manuellen Messbereich einzustellen. Ach Gott. Eigentlich weiß ich ja, dass er kaputt ist, aber ich will es halt wissen, noch, ich will es halt genau wissen, wie kaputt er ist. So, bin dran gewesen. Warte mal, der ist gerade. Oder habe ich einen Kurzschluss gemacht? Könnte ich mir eigentlich sparen hier? Eigentlich wollte ich es unter der Kamera machen, aber ich kam einfach mit meinen Grabbelpfoten nicht hin. Ah ja, 0,1 Mikrofarad hier. Ich bin dran. Also der ist genauso tot. Gut. Muss ich ein paar Kondensatoren nachbestellen, stelle ich gerade fest. Nicht am Montag machen wahrscheinlich. So dringend ist es nicht. Ja, hoffentlich. Es ist nicht so dringend. So, ein bisschen hier sauber machen. Dieser Dreck, der hier dran ist, das ist auch ein bisschen eine gefährliche Sache. Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, dass man den möglichst gut entfernt, weil man den sonst an die Lötlöcher ranbringen kann. Und wenn dann steckt er in der Durchkontaktierung drin. Also eigentlich soll man das gar nicht machen, dass man den aus dem Gurt rausnimmt, sondern man soll den eigentlich abschneiden, so wie ich das mit dem ersten hier gemacht habe. Ja, man soll den eigentlich abschneiden. Und dann einsetzen, dass man nicht diesen Dreck in die Lötstelle reinbringt. Aber naja, das ist hier mit dem langen Drahtende hier viel einfacher, den wieder einzufädeln hier in dieser Gruft hier unten. So, okay, drinne. Ja, der muss nicht press sitzen. Zum Glück vibriert hier auch nichts. Das heißt, ich kann die Kondensatoren da einfach da lose da reinhängen, wie sie lustig sind. Da passiert nichts. So. Das Gerät wird im Schaltschrank eingebaut. Und wenn da nicht gerade ein Erdbeben kommt, dann wird das nie wieder bewegt. Mal kurz einen Gegencheck unter der Lupe machen. Gut. So. Jetzt nochmal einfach mal nachmessen, dass ich keinen Kurzschluss oder so gemacht habe. Einfach nochmal die Kapazität messen. Dann sehe ich. Dann sehe ich, ob das
nicht irgendwo einen kurzen hat. Ja, dann würde ich Müll messen hier. So wie jetzt gerade. Warte mal, bin ich hier falsch? Das ist der eine Kondensator und das ist der andere. Ja, nochmal gucken hier. Was zum... Mein Messgerät zeigt mir nicht das, was ich gerne sehen möchte. Im Grunde zeigt es im Moment gar nichts. Mal wieder auf Autorange schalten, mal gucken. Ob ich mich hier einfach nur verrannt habe. Mikrofarad. Okay. Warte mal. Bitte ins Bild bringen. Ja. Na gut, da sind doch irgendwelche Keramikkondensatoren, die hängen da noch mit dran. 24 Mikrofarad. Außerdem kann durchaus sein, dass die Werte ein bisschen größer sind bei neuen Kondensatoren. Na komm schon. Wir sind sogar 26 Mikrofarad. Gut. Ich werde mal kurz pausieren. Dann suche ich zwei Stücken Draht und werde mal das Ding ans Stromnetz anschließen. Ne, da brauche ich gar nicht lange suchen. Ich habe ja hier, irgendwo mein Testnetzkabel. Hier. Das ist ein ganz gefährliches Teil hier. Auf der einen Seite ein Stecker, auf der anderen Seite offene Enden. Sowas sollte man eigentlich nie rumliegen haben. Vor allem, wenn Kinder im Haushalt sind. In einer Elektrowerkstatt kann man da vielleicht mal eine Ausnahme machen. Normalerweise sollte man davon ausgehen, dass ein erwachsener Mitteleuropäer weiß, dass man so ein Kabel nicht in die Steckdose steckt. Aber, naja, die erwachsenen Mitteleuropäer sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Okidoki. So, weg damit. Wollen wir jetzt hier die eine Lampe ausmachen. Die stört wahrscheinlich sowieso noch mehr, als sie bringt. Und die meisten Metallteile mal so ein bisschen aus dem Weg räumen. Zack. Gut. Die LED leuchtet schon mal. Das rote Blinken heißt jetzt, also der ist jetzt praktisch in der Anlaufüberbrückung und das rote Blinken heißt, er erkennt keine Drehzahl, weil logisch ist jetzt kein Sensor angeschlossen. So, aber jetzt kann ich mal die Spannung messen. Und zwar messe ich jetzt mal an diesen beiden Kondensatoren, die ich hier gerade eingelötet habe, die Spannung. Warte mal. Hier so ein bisschen tricksen, dass ich gleich hier die Lupe brauche. Ist das wirklich hier? Ja, gut. Oh. 26 Volt sind hier dran. 26 Volt. Das wird hier auch nichts anderes sein. Also geht doch nicht alles über die Z-Diode oder die hat eine höhere Spannung. Oh, interessant. Hier sind sogar nur 0, Volt. Dann ist das wahrscheinlich ein Zeitkondensator. Der gehört wahrscheinlich dann zum Timer. Boah. Ja, jetzt hat er umgeschaltet. 27 Volt. Okay, den haben wir noch, und zwar den hier unten. Wo war der denn nur wieder? Habe ich schon wieder vergessen, wo der saß.
war es hier vorne? War das der hier, ne? Warte mal. Hier. Hier, wo dieser furchtbare Lötklumpen ist und das Ding hier. Meine Güte, was ist denn heute los mit mir? Auch 25 Volt. Gut. Also die laufen alle mit derselben Spannung. Gut zu wissen. Okay. Achso, die Sensorausgangsspannung wollte ich ja mal messen, wenn das Ding hier mal neu ist. Ist natürlich jetzt hier alles unter Netzspannung. Muss man immer bedenken. Aha, okay. B1, B2 ist die Sensorspannung. So, anscheinend, solange kein Startbefehl ist, gibt da anscheinend keine Sensorspannung aus. Da kann ich natürlich lange messen. Ja, das hängt mit diesem anderen Kondensator da zusammen. Kann ja mal kurz quittieren. Mal schauen. Nee, 0, reagiert nicht. Interessant. Das ist hier der Steuereingang. Hier kommen auch immer nur so Impulse. Oh, kam. Jetzt wieder. Kommen immer mal Impulse. Anscheinend fragt er dann einfach den Status ab. Na, jetzt sind hier wieder nur 0,3 Volt. Jetzt wieder 27. Na egal. Die Funktionsweise von dem Ding werde ich jetzt ganz bestimmt nicht ergründen. Wie gesagt, muss ich auch nicht. Ich hoffe nur, jetzt habe ich alles erwischt, was kaputt ist an dem Teil. Und leider ist das ein Riesenelend von Aufwand, die Dinger zu wechseln, weil die sind wirklich pickepacke voll hier mit allen Anschlüssen. Weil wie gesagt, dann sitzen die alle nebeneinander und dann sind die natürlich alle immer schön durchgeschliffen, dann teilweise noch mit 230 Volt dazwischen. Und das Beste ist, weil man ja hier zwei Endklemmen hat, die hier intern gebrückt sind, haben sie einfach tatsächlich die Endleitung immer hier rangeklemmt und dann zum nächsten und dann zum nächsten und zum nächsten. Statt die Drähte in eine Doppelklemme zu machen. Also man kann praktisch immer zwei Drähte in eine Aderenthülse reinstecken. Und das hat natürlich den Nachteil, wenn man dann später mal doch den Draht wieder auseinandernehmen muss, dass man den dann nicht einfach auseinanderklemmen kann, sondern da muss man schneiden und zwei neue Hülsen drauf machen. Hat aber eben den großen Nachteil, in dem Moment, wenn ich an der Anlage arbeite und irgendwo hier so ein Relais aus so einer Relaisreihe rausnehmen muss, dass mir dann die ganze Reihe rausfliegt. Ja, da habe ich dann so eine provisorische Brücke reingesetzt gehabt beim Arbeiten. Das war ganz schön eine Zittertour. Zum Glück ist es nicht Lebenswichtiges, was da dran hängt. Wäre nur, unpassend, wenn das Zeug ausgeht. Vor allem den Haufen Arbeit, dann erstmal wieder alles zum Laufen zu bringen. Vor allem, weil ich nicht weiß, in dieser ganzen Reihe von Bauteilen, wie viele von den Dingern nicht wieder anspringen, wenn der Strom weg war. Das war nämlich auch der Grund, warum das Ding aus war. Der Strom war kurz aus. Wir hatten einen Stromwischer. Und dann ging er einfach nicht mehr an. Hat sich einfach geweigert. Achso. Habe ich schon das Licht ausgemacht hier. Mal schauen mal hier noch. Zeigen, wie das alles zusammenkommt hier. Ein bisschen so eine Pressstifte hier. Einer ist mir weggebrochen, aber das ist unwichtig. Wie gesagt, da spielt keiner dran rum. Die Dinger sitzen im Schaltschrank. So. Das ist hier mit so einer Feder. Hier ist die Öse für den Schraubenzieher zum Reingreifen. Ja.
Das. Boah. Brauchen wir ja fast einen Hammer. Meine Güte. Ja, aber so hat es sich beim Aufmachen auch angefühlt. Hier sieht man noch die Spuren vom Schraubenzieher. Gut, das funktioniert. Kabel wieder drauf. So. Auf zur nächsten Runde. Besser als neu. Theoretisch. Wenn ich nicht wieder was verkackt habe, übersehen habe oder vergessen habe. Gut, das war's. Lang genug hat's gedauert. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.